Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Wir haben hier den Dub und er hat gerade Tati, den Tunesier, fertig gemacht mit seinem Kaiju Gradle Deck. Und das wird er uns jetzt mal zeigen. Ja, alles klar. Also wir fangen an mit den Gradles. Ich spiele hier 3 Adler, eine Cobra und 3 Alligator. Ich spiele nicht jedes 3-mal, weil die Cobra irgendwie momentan voll schlecht ist, also würde ich nicht 3-mal spielen. Dann die ist von Fallen betroffen, oder? Genau, die wird ja, genau. Oder halt von Durchkampf, also alle werden durchkampf. Und jedes andere halt noch die andere Effekte. Und einmal den 2, damit ich Panel poppen kann, wenn ich den Drachen beschwöre oder so. Einmal reicht, oder? Hm? Einmal reicht, oder? Auf jeden Fall. Sonst brickst du zu hart mit dem. Genau. Und dann noch für die Gradle spiele ich 3-mal Gamaziel, den blauen Kaiju. Ja. Das ist der, der alle Effekte negieren kann, wenn du 2 Counter-Wechsel hast. Und einmal Gogoran, das ist der rote, der Regeki-Effekt hat. Genau, das war's zu den Monstern. Für die Zauberkarten 3-mal den Einschlag, weil der Versucher ist und auch die Karten poppen kann. Du kannst zum Beispiel mit dem Impact oder Einschlag kannst du Alligator poppen. Und dann kommt ein Effekt, wo du den Monster kontrollieren kannst. Dann spiele ich für die Gradles 2-mal den Schrank mit Kyoto, aber damit die Such und die Effekte machen kann. Dafür einmal Terraforming. Warum ein Terraforming anstatt dem dritten Ding? Weil wenn man zum Beispiel einen Strand schon hat und Terraforming spielt, dann hat man einen Counter. Okay. Dann auch für Consistency. 3 Upstarts und 3 Pots. Weil man da im Deck nicht so gesplasht hat, kann man auch Pots spielen. Und als letztes brauchen wir Magic Panther, weil ich viele Continuous Trap Cards spiele. Genau. Dafür haben wir Phoenix Chains. Ice of Saturn. Dann mal Remove Brainwashing. 2 Parasites. Eine Vanity von Solemn. Genau. Ich spiele das da, weil ich damit, wenn ich das zum Beispiel jetzt aufflippe und dann den blauen Tribute, dann kriege ich den sofort wieder. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Zellmarken schon drauf hätte, kann er nichts drauf machen. Denn es kommt kein Chillen. Also kriege ich den sofort und kann dann alles negieren, was er macht. Genau. Ja, das war's zum Main Deck. Warst du zufrieden mit den Fallen und dem ganzen Zeug? Oder willst du irgendwas ändern? Ich weiß nicht. Ich denke, es reicht fast schon so. Muss halt immer auf die Meta anpassen, aber ich denke, es reicht ziemlich gut so. Zum Extra Deck. Das meiste braucht man eigentlich gar nicht. Ich habe einfach irgendwas reingetan. Aber wichtige Sachen sind zum Beispiel der Drache. Es ist egal, wie oft man spielt. Weil wenn er zerstört wird, kannst du den Slime nochmal recyceln. Also kannst du den nochmal zerstört sozusagen. Dann spiele ich noch einmal den Starlight Red Dragon Archfiend, weil er ziemlich gut ist. Panel-Beschwörungen zerstören und dann angreifen, ziemlich viel Schaden. Genau, und dann einfach random 3 Alexis. Beispiel Nightmare Shark, Acid Golem, Magic Whip, Fortune Tune, diverse andere. Und dann auch für Trolling einfach solche Sachen, keine Ahnung, nur 15 Karten zu haben. Alles klar. Dann Side-Deck. Ja. Für Satella oder Cosmo hätte ich jetzt das da reingetan. Habe ich das da getan? Ja. MST einfach so. Falls ich irgendwas removen muss. Sei Kaiser-Kolosseum. Für Penny. Zwei Four Kings, falls irgendjemand Magic Spectre spielen sollte. Okay. Zwei Magicus Fiends, weil es ziemlich alle Decks fickt. Zwei White Tap, falls irgendjemand, keine Ahnung, Fallen spielt, die ich nicht haben mag oder so. Einmal Skill Drain, Random Matchup und einmal Pachi als Überraschungseffekt. Alles klar, sehr interessantes Deck. Danke für das Deckbefall und noch viel Glück beim Turnier. Danke. Du hast Tati besiegt, das ist schon eine Ehre. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mäßig.